Ayern, quel est le niveau de difficulté de ces figures? Alors ça, c'est le flair, c'est 540, c'est une des... Nachsehen, zeitweise ist es nass und oberhalb von 1500. Ich glaube, es war nicht sehr chaotisch, man hat abgewartet. Non, c'est que des fois. Wenn die Initiative «No Bilag» angenommen wird, verschwinden 34 regionale Fernseh- und Radiosender. Die Sender finanzieren sich im Schnitt zur Hälfte mit den Gebühren. Ohne das Geld gibt es keine regionalen Nachrichten mehr. Das ist das Alarmsignal von 4 Schweizer Verbänden von der regionalen Radio- und Fernsehsender. Das wäre ein Kahlschlag von der Medienlandschaft. Wir würden all die lokalen Informationen, all die regionalen Diskussionen aus der Politik, die regionale Sportberichterstattung, all das würde verloren gehen. Und ich glaube, das wäre sehr schade. Die Initianten von No Bilag-Initiativen wollen, dass sich die Medien selber finanzieren. Mit Werbung zum Beispiel. So macht das Tele Zürich. Es ist der einzige Regionalfernsehsender, der sich ganz mit Werbung über Wasser halten kann. Für die Experten, die seit über 30 Jahren Sponsoren suchen, ist das aber ein Ausnahmefall. Weil einfach in allen anderen Regionen die Wirtschaft ist nicht stark genug, um Fernsehen und Radioprogramme zu finanzieren. Deshalb in Zürich gibt es ein Fernsehen ohne Gebühr und außerhalb Zürich ist es einfach unfinanzierbar. Dass sich die Medien über bezahlte Abos finanzieren, funktioniert nicht. Das zeigt auch das negative Beispiel vom Walliser Regionalsender Kanal 9. Also Pay-TV gibt es natürlich, das ist bestens besetzt, aber von mir aus gesehen funktioniert Pay-TV im Unterhaltungsbereich, beim Live-Sport und beim Sex, aber nicht im Informationsbereich. Und für ein regionales Informationsmedium ist von mir aus gesehen Pay-TV wirklich keine seriöse Option. Keine kantonalen Subventionen, kein Plan B kann die regionalen Medien retten, wenn die No-Bilag-Initiative durchkommt. Ich gehe davon aus, dass bei einem Telebilag ähnlich wie bei den anderen Regionalfernsehen insgesamt etwa 80% der Angestellten direkt oder indirekt für die regionalen News arbeiten. Also für Sendungen, die sich nicht versponsern, die sich nicht verkaufen, vermarkten direkt. Und das heisst für mich, das wäre schlicht in keiner Art und Weise mehr aufrechtzuerhalten. Man könnte das nicht mit anderer Werbung kompensieren, man könnte nicht irgendeinen anderen Superplan B einfallen. Also ganz ehrlich, für Telebilag sehe ich sehr schwarz. Aber auch wenn No Bilag nicht angenommen wird, ist eins klar. Die SRG muss sich in jedem Fall einschränken. Für die Medienverbände ist eine radikale Initiative, die das Mediensystem im ganzen Land zerstört, aber nicht akzeptabel.